Hallo Kinder, heute lese ich euch die wunderschöne Geschichte von Warenka. Vor langer Zeit lebte in den weiten Wäldern Russlands eine Witwe, sie hieß Warenka. Ihr kleines Haus stand tief in den Bäumen, wo selten jemand hinkam. Es war ganz aus Holz gebaut. Warenka hatte alles, was sie brauchte, einen Tisch, Stühle, Kästen für Brot und Käse und Geschirr. In der Ecke hing eine Ikone und Warenka sorgte immer für frische Waldblumen. Nachts schlief sie wie alle einfachen Leute in Russland auf dem warmen Ofen. Warenka lebte zufrieden in ihrem kleinen Haus. Doch eines Tages kam eine Gruppe Leute zu ihr. In großer Aufregung riefen sie: »Warenka! Warenka, wir sind in Eile. Im Westen wütet ein schrecklicher Krieg. Die Soldaten kommen jeden Tag näher. Pack deine Sachen zusammen und fliehe mit uns, bevor dir etwas zustößt.« Warenka erschrak. »Krieg? Soldaten?« Angst ergriff sie. Doch sagte sie zu den Leuten: »Wer wird die müden Wanderer stärken, wenn ich mit euch komme? Wer nimmt sich der Kinder an, die sich im Wald verirren? Und wer wird sich um die Tiere und Vögel kümmern, wenn der Winter kommt mit Schnee und Eis? Nein, ich muss bleiben. Doch ihr, meine Freunde, beeilt euch und zieht weiter. Gott möge euch beschützen.« Da eilten die Leute weiter und Warenka blieb allein zurück. Sie stand ganz still und lauschte. »Ja, jetzt höre ich das Donnern der Kanonen«, flüsterte sie. »Heute sind sie noch so fern, aber morgen schon können sie da sein. Ach, was wird dann aus mir?« Warenka verriegelte die Tür. Dann kniete sie vor der Ikone und betete zu Gott. »Bitte, baue eine Mauer um mein Haus, Gott, damit die Soldaten mich nicht sehen können.« Es wurde Abend. Die Kanonen verstummten und Friede lag über dem Wald. Die Vögel sangen noch eine Weile, dann steckten sie ihre Köpfe unter die Flügel. Tauben gurrten und Nachtigallen sangen. Aber Gott kam nicht. Und niemand baute eine Mauer um Warenkas Haus. Am nächsten Tag ging Warenka in den Wald, um Reisig zu sammeln, und wieder hörte sie das Donnern der Kanonen in der Ferne. »Ach«, seufzte sie, »heute sind sie schon viel näher. Was wird aus mir und meinem Haus?« Gegen Abend kehrte sie mit viel Reisig zurück. Bald darauf klopfte es an ihre Türe. Ein alter Mann stand draußen mit einer Ziege. Warenka erkannte ihn, es war Piotr, der Ziegenhirt. »Warum bist du nicht zu Hause mit deinen Ziegen und Hühnern, deinen Gänsen und Schafen?« Piotr antwortete: »Meine Hütte ist niedergebrannt, Warenka, und die Soldaten haben mir alles genommen, außer dieser kleinen Ziege, die mit mir entfliehen konnte. Bitte nimm uns in dein Haus auf. Wir wissen nicht mehr wohin, und bald kommt die Nacht und die Wölfe werden uns fressen.« Warenka nahm Piotr und die Ziege ins Haus auf. Sie machte es ihm beim Herd gemütlich und gab ihm eine heiße Suppe. Dann betete sie wieder zu Gott. »Bitte, Gott, komm schnell und baue eine Mauer um mein kleines Haus, damit die Soldaten vorbeigehen und Piotr und ich, mich und die Ziege, dass wir nicht gesehen werden.« Die Nacht kam. Wieder verstummten die Kanonen und alles war still. Die Blumen falteten ihre Blütenblätter, die kleinen Tiere in den Bäumen und Höhlen kuschelten sich zusammen und schliefen ein. Aber Gott kam nicht, um eine Mauer um Warenkas Haus zu bauen. Früh am nächsten Morgen ging Warenka wieder in den Wald. Sie sammelte den ganzen Tag lang Pilze und Kräuter. Am Nachmittag erblickte sie einen jungen Mann, der in einem hohlen Baum schlief.
Wach auf, rief Warenka, wach auf! Hier kannst du nicht schlafen, die Soldaten werden dich finden und fortschleppen. Hörst du nicht die Kanonen donnern? Sie sind schon sehr nah. Der junge Mann antwortete, von dort komme ich, wo die Kanonen donnern. Alles ist zerstört, Dörfer und Felder sind verbrannt. Ich floh in den tiefen Wald und fand schließlich Schutz in diesem hohlen Baum. Mein armer Junge, seufzte Warenka, komm mit mir und ich werde dir Essen und Obdach geben. So ging Stefan mit Warenka nach Hause. Er war ein Maler. In einer Hand trug er ein Bild und in der anderen einen Topf mit einer weißen Blume. Und dies war alles, was ihm auf der Welt geblieben war. Nachdem Stefan, Piotr und Warenka zu Abend gegessen hatten, beteten sie zusammen und Warenka sagte in ihrem Herzen, bitte, lieber Gott, komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus, dann werden uns die Soldaten nicht finden, weder Stefan noch Piotr noch mich. Die ganze Nacht hindurch lag Friede über dem Wald. Die einzigen Laute waren der Ruf einer Eule und das Heulen der Wölfe. Gegen Morgen schaute Warenka aus dem Fenster, aber keine Mauer stand um ihr Haus. Da ergriff Warenka große Angst. An diesem Tag schob Warenka viel Holz in den Ofen, um Brot und Kuchen zu backen. Während sie den Teig zubereitete, hörte sie jemanden leise weinen. Sie schaute aus dem Fenster und sah ein kleines Mädchen, das bitterlich weinte. In den Armen hielt es eine Taube. Mein liebes Kind, sagte Warenka, woher kommst du und was machst du hier im Wald? Hörst du nicht den schrecklichen Lärm der Kanonen? Du solltest zu Hause sein bei deinen Eltern. Ach, liebe Großmutter, schluchzte das Mädchen, ich bin ganz allein, nur mit meiner Taube. Ich habe Vater und Mutter auf der Flucht verloren. Da bin ich in den Wald gerannt und bei dir roch es so fein nach frischem Brot. Das machte mich hungrig. Komm herein, Kind. Wir sind hier eine kleine Familie und du bist nun die Jüngste. Du bleibst jetzt bei uns, bis wir deine Eltern wiederfinden. So kam Bodula in Warenkas kleines Haus. Warenka gab ihr Brot, Kuchen und Tee und die Taube pickte zufrieden die Brotkrumen, die ihr Bodula streute. Den ganzen Tag lang hörten die Freunde das Donnern der Kanonen. Den ganzen Tag lang hatten sie Angst. Schließlich nahm Piotr seine Balalaika, ein Instrument, und begann zu spielen. Stefan, Piotr, Bodula und Warenka sangen dazu ihre russischen Lieder. Als sich der Tag neigte und der Mond aufging, brachte die Musik Frieden in ihre Herzen. In dieser Nacht beteten sie wieder alle und Warenka sagte, bitte, lieber Gott, heute Nacht musst du kommen und eine Mauer bauen, die so hoch ist, dass kein Soldat mein Haus sieht. Dann sind wir gerettet. Das Kind mit der Taube, der Maler und seine Blume, der alte Mann mit der Ziege und ich. Aber ich fürchte, es ist nun sehr spät geworden. Morgen werden die Soldaten hier sein und wir sind alle verloren. Auch in dieser Nacht war es sehr still. Doch in der stillsten Stunde war ein leiser Ton um Warenkas Haus. Warenka öffnete vorsichtig die Läden und sah, dass Schnee fiel. So dicht war der Schnee schon gefallen, dass er bis zum Fenstersims reichte. Warenka schloss leise den Laden, fiel auf die Knie und dankte Gott. Und noch immer schneite es. Es schneite die ganze lange Nacht, dichter und dichter, und im Morgengrauen war Warenkas kleines Haus voll Schnee verdeckt. Am Mittag kamen die Soldaten. Sie zogen mit viel Lärm durch den Wald und suchten nach Feinden. In dem kleinen Haus saßen alle angstvoll und still beisammen. Jetzt waren die Soldaten ganz nah beim Haus und
Sie gingen vorüber. Sie hatten Warenkas kleines Haus nicht gesehen, weil es tief im Schnee versteckt lag. Stefan, Piotr, Bodula und Warenka dankten Gott, dass er sie gerettet hatte. Die Soldaten zogen weiter und es gab keinen Krieg mehr in diesem Teil Russlands. Als der Schnee schmolz, traten die Freunde vor das kleine Haus. Die Taube flatterte froh von Baum zu Baum. Die Ziege machte übermütig Sprünge und Stefan pflanzte seine Blume vor Warenkas Haustür. Der Frühling kam. Bodula fand ihre Eltern wieder und ging mit ihnen zurück ins Dorf. Die Ziege hatte ein Zicklein. Aus den Samen der weißen Blume wuchsen neue Blumen. Die Taube flog weit fort, um der Welt zu verkünden, dass der Friede wieder eingezogen war. So endet die Geschichte von Warenka. Und ich wünsche uns allen diesen Mut, den die Warenka gehabt hat, für andere Leute da zu sein in dieser großen Not. Und auch die Zuversicht, dass Warenka immer wieder Gott bittet um Hilfe und darauf vertraut, dass er ihr hilft in dieser aussichtslosen Situation. Lasst uns gemeinsam singen und danach beten. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Dann lass uns, wenn du magst, noch den Psalm vom guten Hirten zusammen beten und Gott um Vertrauen bitten in dieser schwierigen Zeit. Dazu falten wir die Hände und schließen die Augen. Oder wenn du mitlesen musst, dann kannst du natürlich nicht die Augen schließen, sondern kannst den Text einfach mitlesen und mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Euch eine gute Woche und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss!